Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Monument Island. Ich gehe hier über unsere schöne kleine Brücke, die wir in der letzten Folge gebaut haben, und begrüße euch zur Nether-Folge. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht's ab in die Unterwelt, in die andere Dimension, in den Nether. Wir haben in der letzten Folge ganz unten in der Insel einen kleinen Lavasee entdeckt und mit Hilfe von ein bisschen Wasser und ein bisschen Speedrunner-Geschick machen wir uns jetzt ein Endportal. Ich hoffe, ich verkacke nicht, weil ich habe noch nie in ein Portal gegossen. Vielleicht wird's ja was. Hier vorne bei unserem Cobblestone Generator haben wir jedenfalls schon mal ein paar einzelne Obsidianstückchen. Und ich glaube, daraus könnten wir uns schon mal einen basteln dann. Das Problem ist nur, wenn wir hier dann unser Nether-Portal hinstellen, was halt am praktischsten wäre, weil hier sind schon 5 ganze Obsidianstücke, müssen wir erstmal diesen Cobblestone Generator verschieben. So, ich würde ihn erstmal hierhin platzieren. Hat alles funktioniert? Hat alles funktioniert? Und jetzt steht er erstmal da. Vielleicht ein bisschen an den Bäumen. Ich hoffe, das wird schon funktionieren. Und dann können wir den hier erstmal abreißen. Okay, wie viel Lava brauchen wir dafür? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Lava-Bottiche. Die hole ich doch mal eben schnell hoch. Ah, endlich. Okay, das war echt nervig, die ganze Zeit herunterzurennen und die einzelnen Lava zu holen, weil ich halt nur einen einzigen Eimer habe. Aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Okay, wir können noch... Oh, okay, Baum. Okay, nein, nein, ein Baum. Okay, eigentlich können wir das jetzt eigentlich hier über Wasser stellen. So, jetzt hier überall Wasser. Jetzt können wir uns unser Portal einfach gießen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Und perfekt. Und, oh no. Ich wusste doch, dass sie brennen. Okay. Ich muss das irgendwie ein bisschen abschotten. Ich packe da mal einen Cobblestone drüber. Und der letzte, ich hoffe, es funktioniert. Es hat funktioniert. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Nether-Portal. Oh, das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Oh mein Gott. Ha, was ich noch gar nicht durchdacht habe, wie machen wir das an? Ich meine, unser ganzes Eisen ist für den Eisenblock draufgegangen. Und wir können uns deswegen kein Flintenstiel machen. Wir könnten diese Eisennuggets hier benutzen, um uns einen Eisenbarren zu machen. Aber ich glaube, ich fände die Idee besser, bevor wir jetzt ein wertvolles Eisenbarren verschwenden, das Portal hier ein bisschen mit Holz anzuzünden. Wir nehmen uns mal kurz die Lava hier vom Cobblestone Generator. Was ist gerade passiert? Ah, cool. Ja, dann muss ich jetzt wieder runterlaufen. Okay, nice. Jedenfalls, wir zünden jetzt das Portal mittels Lava an. Das Lava entzündet das Holz und das Holz macht Feuer und durch das Feuer geht das an. Hoffe ich jedenfalls. Ah, es brennt. Jetzt müssen wir noch schnell ein Holz hier abbauen. Hallo? Okay, es brennt. Okay. Ich verstehe nicht ganz so. Okay, gut. Okay, du bist an. Damen und Herren, wir haben ein Nether-Portal. Wir sollten unser bestes Equipment mitnehmen. Was wir nicht gerade unbedingt haben. Okay, ich habe mir jetzt ein bisschen Rüstung angezogen, habe mir auch hier einen Goldapfel mitgenommen. Und wir gehen jetzt durch dieses Portal. Ich habe sogar einen kleinen Speedboost durch diese Schuhe, was mir sehr gut gefällt. Okay, ich hoffe, es wird ganz human, aber naja, das ist die Hölle. Mal gucken, was hier drin passiert. So wie es aussieht, ist der Nether auf den ersten Blick jedenfalls normal. Also mit normal meine ich, dass hier... Wie ist überhaupt die Pilzkuh hier reinkommen? War die schon ganze Zeit hier? Was machst du hier? Also der Nether scheint ganz normal zu sein. Also, dass es keine fliegende Insel ist. Das gefällt mir eigentlich schon mal. Ich habe da eine schöne Kiste gesehen, hinter der Pilzkuh. Okay, was haben wir in der Kiste? Wir haben... einen kleinen Feuertrank. Das hilft uns bestimmt. Und einen blinden Stil. Den hätten wir auch gerade gut gebrauchen können, aber besser spät als nie. Oh ne, was ist das hier? Was ist das hier? Aber das Portal hier sieht cool aus. So mit diesem Kreis und so. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass hier was viel, viel Schlimmeres ist, aber ist wohl nicht der Fall. Okay, der Weg führt uns hier runter. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir folgen einfach mal dem Weg und gucken, wo wir auskommen. Okay, hier ist ein Raum. Ich nehme mal mein Schwert in der Hand. Big Dungeon. Oh nein. Oh no. Kein Dungeon. Small Dungeon. Okay, hier sind... Hier geht's wohl zu Dungeons. Interessant. Geh mal erstmal in den Small Dungeon rein. Oh nein, hier ist Lava. Okay. Okay, was ist hier? Hier geht's runter, hier geht's weiter.
Ah, ich habe eine kleine Kiste gefunden. Was ist hier drin? Ein paar Weins. Ich glaube, die brauchen wir eher weniger. Ein bisschen Milch. Wahrscheinlich können wir gleich einen bösen Effekt. Und ein Gold auf. Ah, ich hätte meine Schalke-Box mitnehmen sollen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr looten können. Aber ist ja jetzt egal. Was ist das hier? Oh no. Dumme Spinne. Oh no, da ist ein Spinnenspawner. Da ist ein Spinnenspawner. So, außer Gefecht gesetzt. Mies. Okay, ich höre noch mehr Spinnen. Okay, oh, hier sind ganz viele Spinnen. Oh nein. Okay. Auch gesaved. Wie viele Fackeln willst du? Ja. Okay, Spinne. Geh weg von mir. Oh, diese Kleinen sind so nervig. Die geben ein Gift und man kann sie so schlecht treffen. Okay, hier ist ein Barrel. Kommt da gleich eine Spinne? Ich höre da gleich viele Spinnen jedenfalls. Hier ist ein Furnace mit ein bisschen Kohle drin. Hol ich mir mal. Und ein Barrel. Oh! Mit Diamanten und Eisen. Yes, okay. Das ist super hier. Außerdem haben wir mal vernünftiges Essen, nicht nur Sweetberries. Ah, sofort erstmal die Kartoffel essen. Und wir haben ein Schwert bekommen. Fast Swing. Wenn ich das habe, bin ich schneller und habe mehr Attack Damage. Okay, interessant. Gehen wir mal da runter. Hier sind noch mehr Spinnen. Okay. Wo geht's hier weiter? Okay, da ist eine Kiste. Das sieht mir doch hier schon nach einer Falle aus. Das sieht mir doch schon hier nach einer Falle aus. Doch, ich sehe das Swings, ich sehe das Swings. Oh Gott. Okay, nein. Oh, die Spinne hat es ausgelöst, die Spinne hat es ausgelöst. Okay, die Strings, die erschaffen wohl ein paar böse Skelette. Aber ich konnte erstmal die Strings entschärfen. Okay, die sind besiegt, die sind besiegt, die sind besiegt. Weg damit, weg mit dem Zeug hier. Wir öffnen mal die große Kiste. Ist das eine Redstone Chest? Ich habe das ge böse, böse Gefühl, dass es das eine Redstone Kiste ist. Deswegen stelle ich mich mal hier oben lieber drauf. Ah, es ist eine, okay. Sie löst hier wieder die bösen Mobs aus. Okay, wo spawnen die ganze Zeit? Die spawnen hier hinten. Interessant. Dann nehme ich mir doch mal die Spawn-Eggs mit. Die brauche ich nämlich nicht. Und ich will auch das Redstone haben. Ich meine, Redstone kann immer gute Sachen machen. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal endlich wirklich, was in der Kiste drin ist. Der Kiste ist guter Loot drin. Wir haben hier Eisen en masse. Ein paar Pfeile. Ah, unser Inventar, das ist so voll. Ich kann gar nicht alles mitnehmen. Ich lasse mal hier die Nether-Sachen da. Ich nehme mal nur das mit, was wir wirklich gebrauchen könnten. Die Leine ist ganz, glaube ich, ganz gut. Enderperle sollen wir auch mitnehmen. Wir haben ein Schild bekommen. Oh. Das hat sogar so ein stylisches Wappen. Sieht nice aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wir können ja später nochmal wiederkommen und uns die Sachen hier holen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserem Portal. Aber der große Dungeon, den machen wir nicht heute, weil wir haben schon gut genug Equipment gerade. Wir können gerade nichts aufnehmen. Wir bringen jetzt mal unsere Sachen nach Hause. Hoffentlich lebendig. Und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, für den großen Dungeon widmen wir uns mal eine ganze Folge. Aber heute möchten wir ja noch andere Sachen machen. Aber wir müssen langsam einsehen, wir bekommen nach und nach ein bisschen zu viel gutes Zeug. Diese kleine Bruchbude hier. Ah, sie reicht langsam nicht mehr aus. Hier ist alles überfüllt. Ich glaube, ja, ich glaube, wir sollten uns ein größeres Haus bauen. Ich habe mir gedacht, ja, ich könnte mein Haus ja eigentlich lassen. Wir expandieren das dann so ein bisschen nach oben. Am liebsten würde ich das dann in den Berg rein integrieren, so wie eigentlich schon alles da so gefühlt rein integriert ist, dass ich den Berg einfach ein bisschen terraforme und mein Haus da sozusagen reinbaue. Ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass es ganz gut aussehen wird. Naja, das sehen wir jetzt jedenfalls in einem kleinen Zeitraffer, wie ich das baue.
Guckt es euch an, wir haben ein Haus. Naja, eigentlich haben wir nur einen Rohbau, weil ich bin noch lange nicht fertig. Außerdem, wie ich vermutet habe, der Cobblestone Generator hat hier die ganzen Bäume abgefackelt. Egal. Wir haben jetzt zum Glück noch genug Setzlinge. Aber ich gebe euch doch erstmal eine kleine Tour, was wir hier haben. Der Haupteingang ist hier, da wo unsere Höhle eigentlich erst war. Und angekommen ist hier das Hauptzimmer. Hier haben wir auch unser kleines, endlich mal geordnetes Lager. Hier haben wir unser Holz, unseren Stein, Erde, Essen, Pflanzen, sonstiges, Werkzeuge, alles, was unser Herz begehrt. Hier ist auch noch eine Treppe. Hier kommen wir in die zweite Etage. Aber hier, wie man sieht, ist noch nichts. Und was macht sein Piglin hier? Ne, warte, kein Piglin. In dieser Version ist noch ein Pigman. Ah, verwirrend. Hier ist noch einer. Was macht die hier? Das hier ist sozusagen das Haupthaus. Es gibt hier noch einen kleinen Nebenanbau, den ich gemacht habe. Hier im unteren Stock haben wir unseren schönen kleinen Schneemann. Und hier habe ich noch keinen richtigen Weg hin, aber hier ist noch eine kleine Eingangstür. Hier ist noch nichts gebaut. Aber hier haben wir wenigstens einen schönen kleinen Garten. Ich finde, auch wenn man von hier hinten guckt, auch wenn wir hier niemals sein werden, sieht das Haus sehr nice aus. So schön auf Stelzen hier unten gebaut, mit Holz überall verziert. Und hier das Gras hat auch so einen leichten Überhang. Das erste, ganz nett. Wir werden hier schon erstmal in den nächsten Folgen ein bisschen weiterbauen. Ich meine, hier sind noch nicht mal die Wände eingezogen. Hier ist, will ich auch noch einen kleinen Weg dann reinmachen. Ich will auch nochmal hier unten ein bisschen terraformen. Ich meine, hier unten sieht es immer noch sehr zugemüllt aus. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier mache, aber ich habe mir überlegt, vielleicht so einen schönen kleinen See hier, dann hier so eine kleine Brücke drüber. Ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. Und hier mache ich dann so einen kleinen Höhleneingang hin, wo jetzt gerade nur unsere billige Tür ist. Außerdem habe ich mir gedacht, hier unten, hinterm Haus, haben wir dann eigentlich noch so viel ungenutzten Platz. Hier waren wir eigentlich noch nie wirklich. Okay, was ist hier los? Wie viele Entities sind da drin? Ich glaube mehrere. Ist sogar eigentlich ganz gut, dass sie hier drin sind, weil ich wollte hier unten unterm Haus eine kleine Farming Area machen. Bedeutet eine kleine Hühnchenfarm und eine kleine Kuhfarm. Vielleicht noch ein paar andere Farmen, das gucken wir dann mal. Aber das ist doch hier schon mal nice. Jedenfalls, das war's von dieser Folge von... Warum bist du aggro auf mich? Was habe ich dir getan? Ach, muss ich dich jetzt töten? Okay. Jedenfalls, das war's von dieser Folge von Monument Island. Ich meine, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir haben einen ganzen Nether Dungeon gelootet und wir haben ein schönes kleines Häuslein gebaut. Falls wir uns zurückerinnern, in Folge 1, da hatten wir ja dieses eine Buch und in dem Buch stand auch unter anderem, dass ein Ziel in dieser Challenge-Welt ist, dass man ein kleines Häuslein hier baut. Und da sind wir auf einem guten Wege, das fertigzustellen. Da würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like oder ein Abo da. Schau bei anderen Videos gerne vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!